Ein herzliches Willkommen an Dr. Hubertus Hess-Grunwald. Lieber Doktor, Gott sei Dank, nimm Platz bitte. Wir hatten ja einen besonderen Spieltag, nicht nur, weil es ein Inklusionsspieltag war, sondern weil es natürlich auch die Rückkehr von Thorsten Frings war, weil es ein Sechs-Punkte-Spiel war. Und ich werde ja immer wieder gefragt, was hat der eigentlich unter seiner Mütze? Also ich zeige es jetzt mal, vor allen Dingen graue Haare. Und heute sind noch mal 100.000 dazugekommen, glaube ich. Doktor, du bist ja selber Fußballer gewesen oder bist es immer noch. Wie kann man so zwei Halbzeiten erklären? Wir versuchen es mal. Mein Eindruck war, dass alle sich gesagt haben, naja, Darmstadt. Ja? Und jeder, den ich gesprochen habe unter der Woche, hat gesagt, ja, da wird ein ganz schweres Spiel. Aber seien wir doch ehrlich, wir haben alle gedacht, na, da kommt der Letzte, die haben 12 Punkte, wir haben zweimal gewonnen, die hauen wir weg. Aber genauso ist es eben nicht. Genauso ist es eben nicht. Und Darmstadt hat sich eben sehr, sehr stark gezeigt, ist sich bewusst, dass sie im Grunde genommen ihre letzte Chance spielen, um in der Liga zu bleiben. Und entsprechend engagiert waren sie da. Und wir eben nicht. Ja, das ist ja genau wir der Punkt. Eben nicht. Aber du hast ja völlig recht, die waren super engagiert. Das war aber bei einem Trainer Thorsten Frings auch nicht anders zu erwarten, muss man auch sagen. Warum waren wir in der ersten Halbzeit, das war ja schon nach 3 Zweikämpfen zu merken, irgendwie passiv? Und ich darf ja ein kritischer Stadionsprecher sein. Ich bin in der Halbzeit von vielen Fans auf der Tribüne angesprochen worden und geh mal in die Kabine und sag denen mal was an. Das konnte ich natürlich nicht tun, das hat der Trainer jetzt gemacht. Aber wie kann man das erklären? Dass da gar kein Feuer drin war, die erste Halbzeit. Ja, natürlich ist da Feuer drin, aber also was ich wahrgenommen habe, war ein hohes Maß an Nervosität. Okay. Eine Angst, einen Fehler zu machen, eine Angst auch in diesen bestimmten schwierigen Momenten auch die Verantwortung zu übernehmen. War dann keine Struktur hin, wir kriegen keinen Zugriff auf die Gegner. Wir waren auch in den Zweikämpfen nicht so aggressiv und so präsent, wie man im Abstiegskampf eigentlich sein muss. Ja? Ja. Das sind Plattheiten, die ich jetzt hier sage. Aber auch Wahrheiten. Aber auch Wahrheiten, genau. Und das Entscheidende für mich ist, dass wir nach einer ersten Halbzeit, wo wir alle enttäuscht waren und wo ich auch glaube, dass die Pfiffe der Fans der Mannschaft auch noch mal ein deutliches Zeichen mit in die Kabine gegeben haben. Das muss man auf sagen. Jeden Fall berechtigt, aber ich glaube auch, dass gerade hier in Bremen das besonders sensible Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft auch der Mannschaft ganz klar auf den Weg gibt. Die gehen in die Kabine und sagen, okay, da jetzt muss was kommen. Und ich glaube, dass Alex dann die richtigen Worte gefunden hat, denn die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber noch nicht so gut, wie wir es uns wünschen. Aber das ist auch nach einer ersten Halbzeit, die so ist, auch nicht möglich. Man kann sich nur stabilisieren, man hat auf einmal eine Ordnung. Wir haben Riesenchancen. Und wenn Claudio das Glück hat, diesen Flugkopfball... Den nicht, macht er sonst blind, oder? Wenn der nicht 20 Zentimeter am Pfosten vorbeifliegt, sondern reingeht, dann kann das noch ganz anders ausgehen. Aber wir wissen eben, Darmstadt war sehr engagiert, hat sehr stark nach vorne gespielt, aber auf der anderen Seite auch keine richtigen, dicken, fetten Chancen gehabt. Das hatte Wolfsburg in der zweiten Halbzeit auch nicht. Das heißt, wir haben hinten ganz gut verteidigt. Aber ich glaube, entscheidend ist für mich, ich will nicht alle schönreden, aber entscheidend ist für mich, dass wir in der Halbzeit nochmal uns gesammelt haben, dass wir und uns auch nochmal dann deutlich zusammengerissen haben und eine deutlich, deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt haben. Das ist für mich wichtig. Okay, ich will trotzdem, gebe dir vom Grundsatz her recht, trotzdem daran erinnern, dass wenn Felix in der dritten Minute den Kopfball nicht über die Latte lenkt, wenn der Pfostenball drin wäre, dann steht es möglicherweise 0-2. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, spielt auch gar keine Geige. Wir haben jetzt 9 Punkte in Serie gemacht und wenn man sich das Programm, was wir hatten und was wir haben, anguckt, waren das, ich will das jetzt mal so sagen, überlebensnotwendige Punkte. Da würdest du mir sicherlich zustimmen. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Und seien wir doch ehrlich, wenn wir uns zurückerinnern nach dem 0-1 gegen Mönchengladbach, als wir hier alle sehr enttäuscht waren, weil auch dort die Leistung der Mannschaft nach den guten Leistungen vorher ohne Punkte und dann spielst du gegen Gladbach und seit heute muss aber, und dann kommt es eben nicht. Wir waren alle sehr enttäuscht. Dann hatten wir diese komische Spieltagsarithmetik, dass der HSV in Leipzig gewinnt und so und auf einmal bist du wieder auf dem Relegationsplatz. Vielleicht hat es da ein bisschen Klick gemacht, denn wir haben in Mainz uns deutlich anders gezeigt, auch noch nicht überragend, aber leidenschaftlich, als Mannschaft, als Team, einer für den anderen sind wir gelaufen und haben uns da wirklich sehr gut gezeigt. Und dann ist es so, dann hast du ein Erfolgserlebnis, dann hast du in Wolfsburg auch ein bisschen dieses Spielglück, was du auch mal brauchst. Und auf einmal wachsen Leute, die hier
auch schon von den Medien sehr stark kritisiert werden, wie Felix Wiedwald, die wachsen auf einmal über sich hinaus. Die halten in Wolfsburg überragend, hat in Mainz schon den Sieg festgehalten. Und heute, wie du richtig sagst, hatten wir auch 2, 3 Szenen, wo er wunderbar und toll reagiert hat. Also auf einmal sind auch Spieler da, die man sozusagen nicht auf dem Zettel hat, und die reißen es dann. Und insofern, wir können uns heute wirklich freuen, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber es ist kein Grund dafür da, um heute in irgendeiner Weise zu sagen, naja, alles ist gut. Das sicherlich nicht. Wir bleiben demütig. Wir müssen weiter hart arbeiten. Wir müssen Freitag nach Leverkusen. Die haben heute in Dortmund 6 Stück gekriegt. Ja, ist stimmt. Doch klar, dass die nächsten Freitag zu Hause sagen, jetzt müssen wir und jetzt kommt Werder. So, ja, und jetzt müssen wir zeigen, was geht. Ja, wollen wir direkt mal in die Diskussion gehen, bevor wir über das Thema Inklusion, was ja auch im Mittelpunkt dieses Spieltags gestanden hat, stehen. Bayern 04 Leverkusen, eine Mannschaft besetzt mit vielen wirklich guten Leuten, aber irgendwie läuft es nicht. Besteht jetzt die Gefahr, dass man sich von dem Trainer trennt, Roger Schmidt, und einen neuen holt, der dann die Mannschaft gegen uns wieder so richtig motiviert? Was meinst du? Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass direkt vor einem Werder-Spiel der Gegner den Trainer wechselt und der mit diesem frischen Wind des Wechsels da so eine gewisse Euphorie erzeugt. Aber ich würde mich schon sehr wundern, weil Bayer Leverkusen hat auch zwischendurch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Das muss man ja auch wirklich anerkennen. Ihr Problem ist halt die fehlende Konstanz. Ja. Ja, dass die mal toll spielen und gewinnen und dann kriegen sie eben auch mal so ein Ding wie heute. Und das muss man eben jetzt ausnutzen. Also mit der Stabilität, die wir inzwischen haben, fahren wir nicht chancenlos nach Leverkusen. Aber wir sollten jetzt auch nicht euphorisch sein und sagen, die hauen wir weg. Das sicher nicht. Aber die letzten Auftritte des SV Werder Bremen in Leverkusen, auch im Pokal, waren so schlecht nicht. Jetzt reden wir über das Thema Inklusion. Heute war der zweite Inklusionsspieltag, den es nur im Bremer Weserstadion gibt, nur bei unserem SV Werder Bremen gibt. Vielleicht ein paar Sätze von dir dazu. Es gibt übrigens für Sie, meine Damen und Herren, noch jede Menge Informationen dazu. Und ich weiß, dass Tim König, mein Kollege Stadionsprecher, hier irgendwo im Hintergrund auch noch steht. Und vielleicht schicken Sie noch mal einen großen Applaus rüber. Der hat das wirklich super gemacht. Lieber Tim, Dankeschön. Der ist mit seinem Betreuer. Ja, Sie können ruhig mal klatschen. Das ist nicht so einfach vor 40.000 Leuten zu sprechen. Also ich krieg's nach 20 Jahren nicht richtig hin. Insofern, lass uns mal ein bisschen... Ja, und darf ich das kurz sagen? Ja. Ich, im Rahmen der Planung dieses Inklusionsspieltages, war auch ursprünglich mal vorgesehen, dass ich als Präsident wieder im Innenraum stehen soll und so ein Interview geben soll. Das hast du abgelehnt. Das habe ich abgelehnt mit dem klaren Hinweis darauf, dass seitdem ich Präsident bin und immer, wenn ich gesprochen habe, wir nicht gewonnen haben. Und dann habe ich gesagt zum Darmstadt-Spiel, liebe Leute, ich spreche nicht. Ihr könnt da hinstellen, wen ihr wollt. Ich spreche nicht. Ich will das Spiel gewinnen. Gott sei Dank hat das geklappt. Also eine taktisch hervorragende Maßnahme. Jetzt lass uns aber über das Thema Inklusion sprechen. Und vor allen Dingen, warum ist Werder Bremen in vielen Punkten deutschlandweit da der Vorreiter? Ja, wir haben bei Werder ein besonderes Verständnis. Und das muss man sich ein Stück weit klar machen. Werder ist kein Fußballverein, sondern Werder ist ein Sportverein mit einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft. Das ist ganz wichtig vom Verständnis. Und wir stellen uns unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Und diese Dinge, wenn man die begriffen hat, das ist die große Klammer, mit der wir versuchen, auch außerhalb des Fußballplatzes zu agieren. Und die Strahlkraft, die die Marke Werder hat, in Bremen und im ganzen Umland, ein Stück weit auch für solche Dinge zu nutzen. Und deswegen war die Idee, einen zweiten Inklusionsspieltag nach dem September 2015 im Weserstadion durchzuführen, sehr schnell geboren. Und wir haben da tolle Partner mit der Aktion Mensch und der Bundesliga-Stiftung und der Molkerei Ammerland, die uns da großartig unterstützen. Und dann können wir sowas auch realisieren. Apropos, wenn Sie ein bisschen Hunger haben, da sind die Kollegen von der Ammerländer Molkerei, da das sozusagen mein Heimversorger ist, die liefern mir bis Berlin, also kann ich es nur empfehlen. Der Chef ist auch da. Ich esse auch jeden Tag Ammerländer Käse. Ja. Und sagen Sie, guck mal hier. Ja. Wunderbar, wunderbar. Jetzt haben wir genügend Werbung auch, glaube ich, gemacht. Der gute Jadegut-Käse. Jetzt wollen wir nochmal sprechen. 50 Personen, Männlein, Weiblein, jünger, älter, körperbehindert, geistig behindert, wie auch immer, waren heute im Einsatz. Tim, unseren Stadionsprecherkollegen, den habt ihr alle gesehen. Was haben die noch so alles gemacht? Ja, wir hatten, alle werden es gesehen haben, die Einlaufkids.
waren Kinder mit und ohne Behinderung. Wir hatten Rollifahrer, die Spalier gebildet haben. Die Greenkeeper, die vor dem Spiel und in der Halbzeit einen sehr, sehr wichtigen Job machen, um das Spielfeld herzurichten, wurden auch unterstützt von Mitarbeitern der Arbeitsgruppe des Martinshofes, die hier im Stadion das ganze Jahr über präsent ist, die Stadionpflege und zum Teil auch die Rasenpflege mit unterstützt. Wir haben im Catering hier in den Bereichen Rehabilitanten aus dem Berufsbildungswerk, die dort tätig sind und das unterstützen. Die werden dort ausgebildet für diesen Beruf und können hier in der Praxis nochmal zeigen, dass sie wirklich praxistauglich sind. Wir hatten am Vormittag ein Inklusionsturnier, also ein Turnier von Behinderten und Nichtbehinderten in unserer Klaus-Dieter-Fischer-Halle in der Hermine-Berthold-Straße. Also wir haben da schon an verschiedenen Stellen gezeigt, wir können diese Menschen einbinden, wir können ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung leben. Und was mir wichtig ist, es ist nicht eine einmalige Aktion. Ein solcher Spieltag ist ein Highlight, ganz klar. Aber das ist bei uns gelebt, weil Inklusion bei uns unter der Woche, unterjährig immer stattfindet. Wir haben eine Gruppe in der Leichtathletik, wir haben eine Handballmannschaft für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Wir haben im Fußball eigene Fußballgruppen für Kinder und Jugendliche mit Handicap. Also das leben wir und wir versuchen einfach, ihnen diesen Raum zu geben, dass bei Werder Bremen eben auch Menschen, Kinder, Jugendliche mit und ohne Behinderung einen festen Platz haben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, und ich finde, das ist eine vorbildhafte Aktion. Und für Sie alle vielleicht noch mal so einen Aspekt rausgegriffen. Ich habe es vorhin im Stadion schon mal gesagt, aber der eine oder andere hat es vielleicht nicht mitbekommen. Es gibt in der Fußball-Bundesliga, wie Sie alle wissen, 18 Stadien. Da ist die Allianz Arena, da ist das Weserstadion, da ist was auch immer. Und in all diesen Stadien sind 1.300 nur, muss man sagen, 1.300 Plätze für Rollstuhlfahrer. Und der SV Werder Bremen, der kleine, bescheidene SV Werder Bremen, hat mit 130 Plätzen von allen Stadien die meisten Rollstuhlplätze. Das ist doch eine tolle Geschichte und ist vorbildhaft. Aber wir haben heute Morgen ja auch eine Diskussionsrunde gehabt, Doktor, kurz vor Anpfiff. Und da wurde auch klar gesagt von einigen Betroffenen, es muss sich noch ein bisschen was tun. Ja, um Gottes Willen. Wir sind ja jetzt nicht in der Situation, dass wir sagen, alles ist gut. Ja. Gesellschaftlich ist die Integration und die Inklusion noch lange nicht so weit, wie sie sein könnte oder sein sollte. Aber wir sind am Anfang eines Weges, den wir gehen wollen, den wir miteinander gehen wollen. Und der Grundgedanke, Menschen auszugrenzen, weil sie behindert sind, der ist, glaube ich, inzwischen überholt. Und denken Sie nur daran, die Aktion Mensch, die uns hier unterstützt, die hieß früher, also ich Aktion bin Jager, Sorgenkind. Die hieß früher Aktion Sorgenkind. Und damit hat man ja schon viel gesagt, ja, dass man die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung eben als Sorgenkinder wahrgenommen hat. Und jetzt sagt man Aktion Mensch. Also es geht um Teilhabe, es geht um Integration. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen das eben entsprechend auch hier umzusetzen. Gut, dann haben wir noch Folgendes miteinander zu tun. Wir wollen noch die Gewinner des Spieltages ziehen. Unsere Freunde und Partner von Volkswagen haben eine Menge Karten. Der Präsident macht das mal höchst selbst und zieht eine Karte. Die richtigen Tipps? Die richtigen Tipps, wie ich hoffe. Ja, wir werden das gleich mal überprüfen. Großartig. Ja. Ja, 2-0. Ich hätte mich nicht getraut, das zu tippen. Ich habe 1-0 getippt und wäre damit auch schweineglücklich gewesen. Du bist ja noch härter drauf. Ja, ja. Ja. 2-0. Wer und schießt das erste Tor? Kruse. Alles richtig gemacht. Überragend. Alles richtig gemacht. Super, dann wollen wir mal gucken. Absender ja, haben wir auch. Einmal drehen. Der Absender ist der Vorname Werner und der Nachname Lüdemann aus Torup, Schwede. Ist der hier in der Nähe? Lieber Werner, wenn Sie da sein sollten, da ist er. Herzlichen Jawohl. Glückwunsch, großartig. Da kommt Mensch. Unser Gewinner. Großer Fußball-Sachverstand. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn Torup? Torup ist Torup, Schwede. Von Halmstad in Schweden ist das. Schera Svenska Werner. Ja, ich komme jeden Sonntag, jedes Mal zum Spiel her. Aus Schweden. Unglaublich. Ist ja unfassbar. Ein Werder-Fan aus Schweden. Ja, ganz großartig. Liebe Applaus. Leute, allein das ist schon großartig. Sehr schön, sehr schön. So, das ist dann dein Gewinn oder da ist dein Gewinn drin. In Schweden sagt man ja sowieso immer du. Meine Damen und Herren, ich lasse immer noch, kleinen Augenblick bitte. Ich lasse immer noch mal so zwei Fragen aus dem Publikum zu. Das ist neu, das weiß der Chef noch nicht, der muss aber auch nicht immer alles wissen. Wer hat Fragen an unseren Präsidenten, dann bitte kurz ein Handzeichen. Oder er hat alles beantwortet. Er hat alles beantwortet, so sieht das aus. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist ein gutes Zeichen, weil dann können wir jetzt endlich Bier trinken gehen. Ich habe schrecklichen Durst. Ich auch. Nach diesem Spiel. Endlich wieder ein Heimsieg.
Bitte bleibt uns treu, auch wenn es manchmal schwerfällt. Das geht uns allen hier so. Wir sehen uns wieder gegen die Rasenballer aus Leipzig. Und da haben wir noch eine Rechnung offen. Schönes Wochenende und danke. Dankeschön.